Hoppla! Hoi zusammen! Ihr seid sicher neu da. Willkommen im Zuchtlachsbecken 2. Ich bin schon lange da. Wirst du sehen, es wird dir an nichts fehlen. Der Futtercocktail wird pünktlich geliefert. Es geht uns wirklich gut an. Du musst nicht mehr gegen Strom schwimmen. Das Becken ist auch in Ordnung. Sauber soweit. Wir sind glücklich, kann man sagen. Es gibt schon Sönig, wo mit dem Bauch gegen oben. Wir wollen nicht klagen. Mach das Beste draus und schwimmst weiter. Kannst dich immer wieder prime. Man muss halt essen. Das ist ein Mast. Jetzt ein Mast. Ich bin Bio. Zertifiziert. Ja, so kann's gehen. Wildfang, fangen wir an. Fangen wir wild, wild an im Wald, brechen wir aus. Kaum sind wir draußen, brechen wir ein. Kaum befreit, schon wieder befangen im Netz. Es gibt viel zu tun, also fangen wir es ein. Wildfang, fangen wir an, fangen wir wild. Wild an im Wald, brechen wir aus. Kaum sind wir draußen, da fällt mir ein. Schön. Schön sind Sie da. Ich hab Wildfang für Sie, weil Sie heute hierher gekommen sind. Jetzt sind wir hier. Sind Sie freiwillig hier oder sind Sie dressiert? Von wem? Aha, interessant. Sind Sie wild?
auf Unterhaltung. Was erwarten Sie, was wollen Sie denn sehen? Eine Großwildjagd auf einer Kleinkunstbühne. Ich werf das Schleppnetz auf, fange Sie, fange an. Ich führe Sie in die Wildnis, in den ganz normalen Wahnsinn. Ich glaub, wir sind im Wald und so bald kommen wir hier nicht raus. Was zappeln Sie denn da? Aha, Sie können nicht wegzappen. Sie hängen am Widerhaken der kleinen Kunst. Ha, let's kräfeln Sie, ha? Ebi live, Wildlife, WWF zertifiziert. Jagen Sie mich, wenn Sie können, nicht. Bin Ihr Wild, aber auch Ihre Jägerin und ich habe Bock, Bock. Fangen wir an, fangen wir wild, wild an im Wald, brechen wir aus. Kaum sind wir draußen, fangen wir es ein. Guten Tag, meine Damen und Herren, ich bin Esther Hasler. Schön sind Sie da. Ja, diese 3 Tage Kleintierbörse. Wunderbar, im kulturellen, der kulturellen Schutzzone. Draußen tobt die Welt, es wird wieder gewildert. Schleppnetzfischer sind unterwegs. Großwildjäger und Autokraten protzen schamlos mit ihren Trophäen. Wenn mir das zu viel wird, dann gehe ich in meine Lieblingsbuchhandlung. Aber ich muss Ihnen gestehen, auch da bin ich seit einiger Zeit ein bisschen ratlos. Es türmen sich Bücher, Berge mit Büchern von Basteln, Backen, Mandala malen, Gärtnern. Das beruhigt, versichert mir die Buchhändlerin. Die Leute brauchen Entspannung. Ehrlich gesagt, mich beunruhigt das. Mandala malen, Gärtnern. Hallo! Hallo, hallo! Hallo, ich bin's, den grünen Daumen. Ich will auch gärtnern. Ich will nicht immer nur Klavier spielen. Oh nein, warte doch mal, Dreckchen. Er hat nicht nur in den Tasten wühlen. Hallo, guck mal dort. Dort hin. Ein Buch. Urbanes Gärtnern. Kennen Sie urbanes Gärtnern? Gärtnern im städtischen Raum. Ich habe da gelesen, es geht zurück auf diesen Klosterbruder St. Urban. Ja, das war ein Ex von Hildegard von Bingen. Haben Sie nicht gewusst? Ja, der ist ausgewandert. Vor langer Zeit nach New York. Dort hat er Wildkräuter, Salat und Apfelbäumchen angepflanzt, auf Hochhäusern. Ja, da wurde er richtig berühmt dafür. Urban Garten. Urban Gardening. Hey, ich will auch Urban Gardening. Urban, Urban, Urban. Also ich habe für meine beiden grünen Daumen Fenchelsetzlinge gekauft und ich habe die dann in einen wunderschönen Topf, da durften die in der Erde wühlen. Ich habe gesagt, back to the roots. Und dann habe ich diesen wunderschönen Topf auf mein Fensterbrett gestellt. Aber was ist das? Ungeziefer. Eine klitzekleine Perle. Kein Schädling, nein. Ein Schmetterlingsei. Schmetterlingsei am Fenchel. Ausschlüpft ein hungrig Räubchen. Schwarzhaariges Räubhäubchen. Dreht sich um und frisst die eigene Eihülle.
Fressen, fressessen, fressen, fressessen, gierig, gierig, wächst und wächst, sprengt die Haut, platzt. Räupäubchen dreht sich um und frisst die eigene Haut. Fressen, fressessen, 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 gierig, 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 fressessen, futtern, grün, futtern, grün, futtern. Scheißeisen. Kleineine, schwarzharte Kügügelchen kululern zu bododen. Raubpaupe, frissist, Stengengel, Ratze, Putz. Wüste Gobobi im Blumentopf. Die Raubpaupe spinnt einen Seideidenfadaden und hängt sich an einen Assast. Ruhen, ruhen. Verpuppt, verpuppt sich. Lange Ruhe, einen ganzen Winter und Frühling lang. Mehr als ein halbes Jahr. Dann die enge Haut gesprengt, zwängt sich hinaus. Ein bleicher, zartater, zerknitterter Schmetterling. Keine Schönheit, nein. Die Flügügel klein und dickig entfaltet sich, wird bunt, pumpt, 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 lebeben in die Flügügel. Weite dich aus. Ein prächtiger Schwalbalbenschwanz. Und in einem einzigen Augenblick flatterleicht hebt er ab, tanzt und schwebt durch die Luft, schwebt und tanzt zu mir, setzt sich auf mein Fensterbrett. Oh, du wunderschönes Schwalbalbenschwänzelchen. Auf meinem Fensterbrettelchen. Zack. Die Katz. Mit der Tatz. Feines Körperchen. So spielt das Leben. Die ganze Entwickelickelung für die Katz. Schmatz! Manchmal, da stellen sich mir die Nackenhaare und dann weiß ich, es ist wieder diese Allergie. Ja, ich habe Allergien. Keine Laktoseintoleranz, nein, keine Schokoladenallergie, nein, ich. Ich habe eine Zölibatunverträglichkeit. Ich lebe fleischlich glücklich und zölibatfrei. Aber ich bin allergisch auf jegliche Art von Doktrin. Ich habe gelesen, kürzlich da in einer Zeitung, es gibt eine neue Sekte. Total in. Der Führer heißt Raja. Kukaraja. Er führt mit großem insektierischem Eifer diese Insekte. Seine Mission ist Proteine. Herzlich willkommen in der Krabbelgruppe. Nehmen Sie ein Sektglas, lehnen Sie zurück und genießen Sie diesen Insekt. Wie wäre es mit einem kleinen Kribbel-Krabbel-Cracker? Internationale Insektenküche.
haben auch regionale Produkte von der Region für die Region. 100% Wildfang. Unsere Tageshit. Handklatschete Kochischaben auf dem Hirsotto. Geräuchert der Borkenkäfer auf seinem Rindenbett. Es hat so lange es hat. Und heute, nur heute, ganz speziell, unser Fuchsbandwurm Vermicell. Es wird ja jetzt alles amtlich bewilligt, ab 1. Mai, dann riecht's nach gegrillten Grillen. Seien Sie mal ehrlich, würden Sie sowas essen? Einen gedimmten Glühwurm. In seinem Angstschweiß. Meine Gruschenka. Gruschenka, das ist meine Adoptivgroßmutter. Ich habe sie mir adoptiert. Meine Gruschenka. Sie sagt immer, Liebes, brauchst du schon Proteine? Mache ich dir Gulasch? Russische Gulasch. Weißt du, Liebes, auch Vegetarier beißen nicht gar ins Gras. Aber wenn du machst Diät, dann mach er richtig. Immer mehrere gleichzeitig. Dann wirst du wenigstens satt. Sasarauje! Ich esse, was mir schmeckt. Und zwar freiwillig. Zart, bittersüße Schokolade. Very little. There's a little town and a little house with a little garden and a little tree. A little shrub, a little flower, a little stone and a little girl. A little boy, a little husband and a little wife with a little knife. A little knife, a little fork, a little spoon, a little plate, a little glass, a little chair, a little table, a little butter, a little bread, a little sausage, a little chicken, a little schnitzel, a little ketchup. And the little girl wants a little chocolate. And mother said, no, wait a little. The little girl took a little gun and shot her little mother a little down. There was no little surprise. It was just a little daily business in little town. And the little girl ate a little from her little chocolate from Lidl, not from Aldi, not from Chibo, from Lidl. Little chocolate from Lidl. From Lidl, not from Obi, not from Jumbo. From Lidl, little, little, little. A little butter, a little bread, a little sausage, a little chicken, a little schnitzel, a little ketchup, a little chocolate. From Lidl, little, little, little. Little, 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 Weißt du, Liebes, das Leben ist süß und gefährlich, vor allem für Frauen. Eine Frau zu sein ist so schwierig, dass nur Frauen damit fertig werden. Weißt du, wieso Männer haben keine Brüste? Weil sie nie im Leben diese Doppelbelastung ertragen würden. Was da wir? Da 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 da
ratta, 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 ra, ratta, ta, ta, ra, ra. Wildfang, hören wir auf, hören wir aufs Bauchgefühl, brechen wir aus, kaum sind wir draußen, brechen wir ein, nein, jetzt erst recht. Wildfang, fangen wir an, fangen wir wild, wildern im Wald, brechen wir aus, kaum sind wir draußen, da fällt mir ein. Meine Damen und Herren, bewahren Sie Ihre Wildheit. Und falls ich zu Ihrem Beuteschema gehören sollte, Sie finden mich draußen im Foyer im Menschengestrüpp. Und falls Menschengestrüpp Ihnen zu wild ist, malen Sie Mandala. Das beruhigt ungemein. Wildfang, fangen wir an, fangen wir wild. Wildern im Wald, brechen wir aus. Kaum sind wir draußen, fangen wir es ein.